Da sind wir im besten Hotdog-Franchise der Welt. Heute zu dritt, dass es auch klappt. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und es geht wieder Playdub mit Mojito und Jojega. Hallo, schön, dass ihr mitmacht. Hallo. Guten Tag. Ich bin gerade noch am Überlegen. Nee, wir kommen sowieso nicht drum herum. Ja. Doch. Was denn? Naja, gehen wir mal davon aus, Tiro würde sich irgendwann langweilen. Hier ist alles voller Pasteten und kaum einer will ein Ja. Pastetchen. Na, wir können übrigens Ja. immer nur eine Was hier denn? zwischenlagern. Dann müssen wir sie manuell runterlegen, ne? Nein, zwei. Ja, Eine ist zwei. dann auf der Ja, Endlinie. aber wenn wir, wenn, wenn der, wenn er noch spülen wollen würde, kämen wir nicht ganz außen rum. Weißt Also zumindest so kämen wir hier Ja. oben vorbei. So. Halt jetzt nur einmal umprogrammieren. Übungsmodus. Da könnten wir die Kartoffeln hier. Zack. Ja, einer muss noch. Nee, ich bin der Einzige gedrückt. Zack, okay. Leave Practice Mode. Ja, noch einer. Ja. Aber man braucht Hero ja die Schuhe. Gut, da oben wäre auch wieder Wasser, ne? Da oben in dem Eck. Ja, da, nee, also kann er, braucht das ja nicht, weil Ja. mit Schuhen läuft auf Wasser total Ich ineffizient. sag ja, ne? Aber wie gesagt, das lag nicht am Spülen Nee, ich sag eigentlich. halt nur, geh mal davon aus, wirklich, wir hätten Pasteten, Lamasti-Mengen. Ja, ich lege die dann hier schon teilweise runter für harte Zeiten. Und wir brauchen die gar nicht so oft. Da könnte er mit ins Eck laufen und spülen, bevor er rumsteht. Außerdem muss er erstmal forschen und Dings abbumsen. Das mache ich. Also okay. Gut, Was dann müssen wir. können wir Ah, okay, also wir wollen den Eckgreifer wieder umforschen zum Smartgreifer, ne? das. Nee. Wieso nicht? Also, das letzte Mal haben wir gesagt, wir brauchen wieder Smartgreifer mit der Automatisation von den Tellern und so. Ja, richtig. Gut, okay, dann forsche ich das jetzt Also um. wird er umgeforscht. Forsche ich das um Umgeforscht und und hier kopiere kopiert. ich. Alles klar. Und dann wird es theoretisch gesehen auch darauf hinauswerfen, dass wir die drei Pressgebauten wieder auseinanderziehen, ne? Notgedrungen am Ende, klar. Und verkackt. Ja, da will der erste eine Pastete Bring vom ich, Käffchen. bring ich, bring ich. Äffchen bring ich auch. Morgenkäffchen. Jo. Was will der Fritten? Fuck. Pastetchen. Bring ich. Okay, geforscht ist soweit alles in Ordnung. Warum kann ich den? Ah, Weil er ein okay. schmutziger Teller war und ich inzwischen gelagert hatte. Das war dumm. Dritten bring ich. Ups, tiefer. Hättest ja auch direkt noch den Teller mit drauf klatschen können. Ketchup Nee, und Senf. Mayo. Senf ist das. Ketchup war unten. Ja. Ich habe nicht von dem in der Mitte gesprochen, sondern Okay. von dem unten. Dritten bring ich. Du da bist, ist wieder nichts zum Spülen da, ne? Das lohnt einfach nicht. Ist egal, ist egal. Hast du mal gesehen, wie viele Pasteten Ja, wir unten haben liegen? genug Ja, Pasteten. Wir okay. werden diese Runde keine mehr brauchen.
Du hast einen Auftrag abgelegt. So, Scheiße, unten Fritten. Oh, überall Fritten. Fritten. Ketchup. Bin dabei. Ja, geh hoch, geh hoch. Scheiße, ich hab jetzt keine, ich hab keine Ablagefläche. Nimm Ketchup, nimm Dings. Nimm einen sauberen Teller raus und trag den manuell rein. Nee, so viele legen ist scheiße. Ich brauch Ablagefläche für den verkackten Fall. Ketchup. Ja, genau deswegen. Stehen wir mal nicht alle wie die Doofen hier. Nee, nee, lass. Ja, wir gehen drauf. Wenn wir drauf gehen, gehen wir drauf. Nee, wir sind so weit gekommen. Ja, das, damit ihr endlich mal merkt, dass Ablageflächen frei bleiben müssen. Jetzt meckert doch nicht. Ja, ey. Hauptsache, wir haben 798.000. Ist doch nur ein Spiel, mein Gott. Bricht ja, da können wir genauso gut draufgehen. Nee, aber da können wir speichern und nochmal rausgehen und nochmal umstellen, gescheit. Was willst du da umstellen? Ja, mehr Ablagefläche. Nee, nur nicht 200.000 Pasteten fertig machen. 6 Stück hätten gereicht. Ja. Es ist eine vorne, eine auf dem Smartgreifer. Dahinter ist dann noch eine, die noch fertig gebacken wird. Und dahinter ist ja auch noch eine und dann immer noch eine in Reserve. Ja, aber wie gesagt, wir können es jetzt nicht mehr ändern. Geh mal drauf. Nee. Wir nehmen gleich die ganzen Förderbänder vom Dings weg. Boah, wie viele Leute stehen jetzt rum, ey? Ja. Nochmal, es reicht, wenn da eine Pastete liegt. Und ja, aber das reicht dir trotzdem nicht. Wenn irgendwas voll ist, dann eierst du hier trotzdem rum, weil du keinen Platz hast. Und dann stehe ich hier. Wir müssen das anders da aufbauen. Man kann ja immer mal Mist passieren. Ich mache ja auch Fehler. Ist doch klar. Und da brauchst du halt eine Ablagefläche. So, dann hier weg damit. Den Scheiß brauchen wir nicht. Mit 2 Kaffeemaschinen kommen wir hin. So, weil du Kaffee holst, kann alles andere auch weiter runter. So, die Hotdog-Brötchen, die brauchen wir auch nicht mehr. Wo sind eigentlich die anderen Würstchen? Nee, doch, für die brauchen wir. Für die zweite Produktionslinie. So, guck mal. Wenn wir das... So. So. Und so. Ja. Der Nachtisch, alles eins runterdrücken. Habe ich auch überlegt, ne? Ja. Habe ich auch überlegt. Alles eins runterdrücken. Dann kriegen wir hier oben, wenn ich wieder Ablagefläche. Ja, eigentlich meinte ich nur die Produktionslinie und nicht
die Forschungsaktion auch. Ja, aber dann haben wir keinen Platz mehr zum Vorbeilaufen. Ja, warum? Wir beide müssen ja nicht vorbeilaufen. Ja, trotzdem. Also wenn, können wir das schon gescheit machen. Wir haben noch, wenn wir noch brauchen, ne? Doch, ich soll doch forschen, da muss ich auch vorbeilaufen können. Warum? Du kannst doch von unten laufen. Ja. Das Tür. So, oh, der hier kann da schon mal nicht hin, weil du brauchst hier den Platz, damit du dich frei bewegen kannst. So, das heißt, du bist für die Soßen und für die Kaffee zuständig und für die Nachtische. Und ich bin für Abräumen und... Genau, dann stelle ich mir unten Nachtisch hin. Wie gesagt, ich bin immer noch der festen Überzeugung, wenn man das hier dauerhaft kombinieren würde. Theoretisch gesehen bräuchte man einen Schnellmixer und... Der Mixer und ja, Fördermund. Ja, und na, die Kochstelle braucht auch so langsam, ne? Okay, warte mal, wir machen die Brötchen wieder weg hier. Ahaha, warte, die Produktionslinie klappt so noch nicht. Oh ja, weil stimmt. Die Kirschen noch fehlen. Aber die können wir jetzt da reinstellen. Mhm. So, die Kochstelle tun wir mal hier oben in die Ecke, die haben wir aktuell noch frei. Mhm. Ja, der Kombinierer muss noch gedreht werden. Ja, und wir gucken mal eben kurz im Übungsmodus, ob auch alles klappt. Warte. Da könnte Schmutz hinfallen, falls man da hinlaufen muss. Sonst brauchen wir die Matte eh nicht. Für was? Sonst brauchen wir die Matte eh nicht. Wo sind meine, wo sind meine Schuhe hin? Ja, das ist eine gute Frage. Hier sind ein paar Schuhe. Ja. Okay. So, Übungsmodus. Theoretisch gesehen bräuchte man nur eine Stelle. Hero, leg mal eben drauf. Der wird dann durchkommen. Ja, genau. Stimmt. Und der wird ihn dann nicht aufnehmen. Ja. Gut, das aber trotzdem, wir haben dann drei. Ja, aber das hatten wir vorhin übrigens, ne? Da ist die Produktion stehen geblieben. Ich meine, er kann es manuell runternehmen, aber da war nämlich ein durchgebratener, weil die Förderbänder voll waren. Ja. Theoretisch gesehen würde eine Kochstelle reichen, aber dann sind wir langsamer, ne? Dann sind wir langsamer. Ne, vergesst es. Wenn der halt eine durchputzelt, kann man die aber immer noch manuell runterholen. Ja, aber wie löst man das denn dann bei der Automatisation? Theoretisch gesehen. Stimmt. Also hier brutzelt dann nicht mehr weiter, aber er wird ja da dann immer wieder brutzeln, richtig? Mhm. Ja. Stimmt. Na gut, also wir kämen ja immer noch an der ersten Stelle manuell ran. Müssen wir uns halt offen lassen, wenn das passiert. Ja gut, nee, man kriegt das automatisiert. Man braucht eine zweite, und so wie du sagtest, man braucht theoretisch gesehen eine zweite Kochstelle hier neben und muss dann immer doppelt bestücken, dass beide in dem Fall brutzeln, weil du das alles über eine laufen lassen musst. So wie hier. Also... Theoretisch gesehen den Kombinierer dann von da oben, wo jetzt die Kirschen auf den hier kommen, dann brutzelt das immer alles auf die und wird dann erst weitergeschoben. Kannst du machen, dann brauchst du halt nur ein längeres Förderband. Beziehungsweise, warte mal, helf mal eben mit, den Kaffee da rauszuholen. Ach so. Das ist aber... Nee, das geht nicht. Weil dann... Das geht nicht. Warum nicht? Das geht, glaube ich. Hol mal eine, anstatt... Sag doch nicht, das geht nicht, wenn es geht. Ach, du meinst den Practice-Modus? Ja, es ist eine schon drin. So, also abbrechen. Wo ist es denn jetzt? Ach Quatsch, K. So.
Mhm, ist wieder Kaffee drin. Ja, und? Doch kein Problem. Das ist hier, das ist hier. Fitnessplatz. So, und dann kriegen wir nämlich jetzt gerade was frei, weil... Ja, aber dann wurzelt er doch zu lange. Halt, warte, wir müssen einen... Warte. Aber das geht doch nicht. Das Mehl... Warum? Weil das Mehl ins Wasser geschoben wird und der Kombinierer nebendran stehen muss. Ja. Wartet. Ich kann das so machen. Aber dann haben wir halt nur eine Kochstelle. Das brutzelt dann halt super lange, bis sie halt fertig sind. Am Anfang ist es, später aus ist das vielleicht nicht schlimm, aber... Ja, vor allem, weil wir auch Pasteten ab sofort 700.000 Stück brauchen. Weiß ich nicht. Das ist immer noch eine Nachspeise. Weiß ich nicht. Wir brauchen 7 Stück, wenn es allerhöchstens, noch nicht mal. Ich wette mit dir, wir brauchen diese Runde, wenn wir sie überleben, 4 Stück. Wette ich mit dir. Weiß ich nicht. Wie gesagt... Die Produktion ist auch nicht das Problem. Wir verrecken vorne, nicht hinten. Mir schon klar. Ja, dann heul doch nicht rum, dass es an der Produktion liegt. Ich heul doch nicht rum. Ich habe heute nur gefragt, ob es vielleicht zu langsam ist. Ich habe es nur in den Raum gestellt. Bist du heute wieder so grumpy drauf? Ja, wie oft noch? Das haben wir gestern im Stream die ganze Zeit gesagt. Es ist vorne das Problem. Das Abräumen, das Bedienen. Nicht hinten die Produktion. Ich wette mit dir, wenn wir da nicht... Hero hätte noch Zeit, selbst die Fritten noch manuell zu machen. Weil wir vorne verrecken, nicht hinten. Das Einzige, wo wir verrecken würden, wenn die Hotdogs manuell gemacht werden müssen. Weil die müssen schnell kommen. Ja, ist klar. Halt, warum starten wir jetzt in den Tag? Weiß ich nicht. Was für... Ja, fuck. Wir müssen die Dinger ausräumen, ne? Ja, das weiß ich. Ja. Das weiß ich schon. Das hat er vorhin gesagt. Und die kriegen wir nicht im Übungsmodus ausgeräumt. Das weiß ich. Das ist richtig. Ja, ist doch kein Problem. Ja, du musst Greg Dings. Ja, ich kann doch zwei Kaffee direkt hier rüberstellen. Da sind schon mal zwei weg. Ja, genau. Zwei, so und die anderen zwei kann ich hier runterstellen. Erstmal. Warte mal. Nee, wir brauchen nicht wegschmeißen. Lass. Ja, okay, dann stell sie halt da runter. Lass den Müll, wenn der Hero mal irgendwas braucht oder so, dass er halbwegs in die Nähe kommt. Wir haben übrigens noch ein Förderband übrig. Jetzt. Oh, ja. Ja, aber es bringt halt noch nichts gerade. Hm. Oder? Warte mal, lass mal überlegen. Nicht wirklich. Wir haben nur das eine, ne? Wir kriegen kein zweites, richtig? Richtig. Also, es fehlen. Also, einer von da nach da fördern. Einer von da nach da fördern. Das dauert noch ein paar Runden. Einer von da nach da fördern. Da ins Abtropfbecken und einer vom Abtropfbecken rein in das Ding. Das wären wie viele? 4 Stück? Vier Stück würden noch fehlen. Dass wir das Abräumen automatisiert hätten. Jo. Ja gut, nächste Runde bekommen wir einen. Jo. Ja, ist halt so. Ja, wir brauchen 4 Runden noch. Alter. Ist schon klar. Wann käme denn die Deko-Runde? Keine Ahnung, habe ich nicht am Schirm. In 2 Runden, glaube ich. Weil dann essen die schneller, aber halbiert auch. Mhm. Aber keine Bestellphase. Gut, Bestellphase haben wir ja so oder so nicht. Die setzen sich hin und bestellen ja. Ja. Ja, aber es ist zu riskant, dass jetzt in der hohen Überstundentag. Aber wir sind ja schon im Franchise, ne? Wiederum. Zwei ja schon, ne? Also wenn wir jetzt draufgehen, werden wir danach im Stufe 2er Franchise. Das ist richtig, ja. Okay. Ja gut, Fitz, Schuhe anziehen und dann Kaffees, ne? Ja, ich bin hier. Richtig. So.
Kaffee. Verstehen die Leute nicht, die im Keller zu queren Hotdog haben wollen. Anstatt du da einen Teller nimmst, ne, und gleichzeitig noch eine scheiß Wurst da dran klappst, läufst du nur mit den Fritten, da, weil läuft die Zeit dann da doppelt so schnell ab. Ja, jetzt, ne? Stimmt. Das sind, ja, wenn du schon helfen willst, dann helf richtig oder lass es sein. Da, weil dann muss ich, wenn ich nochmal für eine Fritte extra laufen und so eine Scheiße und blockiere mir wieder im Ernstfall einen Teller. Und weil man auf der Seite nicht sieht, ob da jetzt ein Kaffee steht und wieder irgendwas blockiert, weil das hat uns eben, wenn ich das hier nicht gebrochen, nicht wegen der Bedienung. Ja, komm, da muss noch einer, ja. Drei Pasteten, ich habe mitgezählt bisher. Du hast gesagt sieben. Ich bin gespannt, ob du recht hast. Nö. Ja? Fünf? Oh, der alte Hannibal. Oh, hi Hannibal, hallo. Kommt die sechste Pastete. Äffchen. Du hast ihn recht verscheucht. Da kommt die siebte. Ja, es sind ein paar mehr, wir haben ja auch genügend Leute, also die kommen. Ja gut, aber wie wenig Kaffee sind bis jetzt gekommen, ne? Das stimmt, war nicht viel Kaffee. Und dritte bringe ich. Bitte. Ja. Bitte einmal. Ja. Zur Mitte, zur Fritte, zum Sack. Ne, wie war das? Zur Mitte, zur Fritte, zum Sack. So, Titte? Ja, so irgendwie. So, Doppelkombi. Der will ja beides. Boah, jetzt wollen sie aber hier die Pasteten hier, aber. Noch eine. Oben den Teller bitte weg. Ja. Danke. Bring der Pommes in die Mitte. Und die ist unten. Das bringe ich hoch. Teller. Sorry. Okay, machst du. Bring ich? Ah, du hast schon. Okay, aber mach ich. Scheiße, da wurde eine Wurst. Ja, habe ich nicht gesehen. Es irritiert, dass die nicht gleich lang sind. Warum nehme ich denn schon wieder keinen Teller, ey? Pommes bringe ich hoch. Ja, geh, du hast Vorrang. Wurst mache ich hier. Dann mache ich beides. Also gut drin. Da gibt es nochmal hier. So. Teller abräumen. Ich
Spülen brauchst du nicht. Nur abräumen, einen wegtun, das reicht. Okay. Das war's. Ja, Ablagefläche ist wichtig, ne? Man darf es nicht zu klein machen. Danke dir für den Lörkannibal. So. 600 fast gemacht. Nur? Ja, wir hätten noch anrufen müssen. Ja, ja, genau. Kaffeetische. Jo. Soll ich das gleich machen? Nein. So. Genau. Ein smarter Greifer. Extra Ketchup. Sollen wir es kaufen? Für später. Dass jeder Ketchup hat. Nee. Nee. Ich will später. Nee, dann brauchst du auch noch extra. Nein, 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 nein. Nein. Geld, so, Geld, Geld jetzt aber. Warte mal. Ich will es einmal wenigstens. Ah, nee, uns fehlt ein Mixer, ne? Ja, ja, ja. Wir können halt also würfeln. Aber warte. Wir haben noch Kram zum Rausschmeißen. Alles raus da. Abtropfbretter haben wir zwei, brauchen wir keins mehr. Ruhe brauchen wir, können wir auch beide raus. Ja, das sind Gummistiefel, keine Schuhe, das ist noch. Ja, schön. Ist egal, weg damit. Aus damit. Hoffen wir auf den Mixer. Rotieren den Reifer erstmal. Ja, stopp. Nicht kaufen, man kann sagen, nicht kaufen. Nein, rotieren den Turnschuhe nochmal. Turnschuhe nochmal, dass jeder Turnschuhe. Achso, kaufen, ja. Okay, ich dachte gerade, hör zum Würfeln. Und theoretisch gesehen, für dich noch die Abspülbürste. Dann kannst du mir nicht auch eben mal schnell spülen. Dann stehst du mir da nicht 30 Sekunden blöd im Weg rum. Stell da irgendwo hin. Wenn wir jetzt weitere Abspülbürste brauchen, weiß ich nicht. Da würde ich nur von. Oh, hier, Game Changer. Ist die schon eingefroren oder was? Ist da schon eine? Nein. Die muss noch vorbereitet werden. Die muss aber also noch. Achso. Tausch die mit dem. Doch. Genau. Ja, habe ich ja vor. Irgendwie willst du noch nicht. Ja, warte, nimmst du mal bitte. Ja, nein, den nicht. Jetzt hol den da. Genau. Ah, er bräuchte einen dringenden Mixer. Ja, schon klar. Aber warte doch mal. Guck mal, wenn wir jetzt die Vorbereitungszone mit den Dings haben, dann wird das gebrutzelt einmal, wird weitergeschoben. Aber bei einem Rückstau wird es dann trotzdem auf der einen Stelle fertig gebrutzelt. Ja. Das ist das Problem. Nee, also es... Ein beheizten Mixer. Einen beheizten Mixer hätten wir gebraucht. Es kann eigentlich... Hallo Psychos, hallo. Es kann eigentlich nur so gehen, dass du halt zwei Lanes machst, die genauso schon fertig brutzeln, weißt du? Ja. Ja, oder eine. Deswegen wollte ich mal gucken. Weil deswegen die Vorbereitungszone forschen, weil die kann man dann hier nochmal zwischensetzen zum Puffern. Dann hast du vier da und nochmal vier weitere, weißt du? Dann hast du acht. Im Puffer. Ja, jetzt eine weitere Vorbereitungszone noch, sehe ich ein, jetzt aktuell. Aber ich würd keine Abspülbürste nehmen. Ich meine, kostet nur 20, aber ich hätte gerne die Blaupause zum Würfeln nochmal. Also wir bräuchten dringend einen Mixer. Dann würde ich lieber auf den Kaffeetisch verzichten. Lass den Kaffeetisch noch genau, kaufen richtig. Oder so. Ja, dann. Komm, warte, gib Hero, lass Hero würfeln. Vielleicht lass ihn mal würfeln. Weil er neuer ist, weil bei uns beiden kommt ja noch Crap. Vielleicht kriegst du ja einen Mixer raus. Und außerdem, wenn wir es dann wie läufst du? Leckt's bei dir oder was? Nee, ich guck nur halb auf den Bildschirm. Der Transportband wäre da noch. Ja, natürlich. Weg mit dem Kaffeetisch. Oh, wir haben einen Tisch mit der Decke. Hm. Den Kaffeetisch nicht kaufen, oder? Oder was kostet der? Oh, gerade so. 40. Ja, schade. Ist ja, aber warte, wir brauchen auch den Tisch mit der Decke. Nee, das brauchen wir nicht. Dann die Vorbereitungszone weg. Doch, weil wir den kopieren müssen. Dann haben wir die beiden anderen auch drei lang. So. Und dann können wir es auch automatisieren. Na gut, dann haben wir halt keine weitere Verwaltungszone. Ist das so? Man muss Prioritäten setzen. Ja, die Priorität ist auf. Das Transportband ganz rechts zum Forschen, Hero. Weißt du? Ach, hier. Genau, dann forschen wir das nämlich noch zum Greifer oder Smart-Greifer, was auch immer. Ja, dann sind wir soweit, ne? Alle auf Position. Ja,
Herz, gar noch ein Schluck Tee. Aber haben wir jetzt nicht. Warte, jetzt haben wir zwei Bänder übrig. Mit denen können wir nichts zusätzlich machen, was irgendwie hilft. Ne? Was willst du damit machen? Ich weiß nicht, ich hab's nur mal in den Raum geworfen. Aha. Hätte ja sein können, dass wir sagen, ah, vielleicht können wir da. Ich gucke halt nochmal, ob wir irgendwas sehen, aber. Nö, eigentlich nicht. Ja, den Kaffee. Nee, den Kaffee könnte man auch nicht automatisieren. Ach, Quatsch. Zweite Kochproduktion, nee. Kriegen wir auch nicht hin. Bräuchte man nochmal Kirschen, nochmal Kombinierer. Kombinierer hatten wir. Nee. Gut. Dann nehme ich mir die Schuhe und ja, auf geht's. Stellst du gleich zweimal Kaffee rein? Ja, mach ich. Okay, dann kann ich. Ups. Ja, weil du kannst dann forschen und dann genau. Kopieren. Da kommt Psychos. Wieder ein Hotdog. Aber wir haben ja nur das. Kaffee bringe ich, sehe ich. Kaffee. Ja, sehe ich. Komplett. Boah, wenn das Abräumen wenigstens Teller in der Mitte, wäre, ja. Ne? Das Tätchen. War alles sehr gut. Einmal Fritten mache ich. Die Musik, die ich gerade höre, ist viel zu episch für das, was wir da tun. Welche Musik? Die entspannte, meinst du, hier im Spiel oder was? Ja, nein, die ich auf YouTube angebrochen habe. Achso. Du kannst dich auch Pommes gerne mit einbringen beim Bedienen, ne? Ich glaube, am mittleren Tisch muss die Fritte einmal hochgehoben werden, ja. Achso, den Teller, meinst du? Achso. Ja, weil der zu lange stand. Jetzt hast du da... Ups, sorry, ja. Rücken bringe ich. Wie sie jetzt alle fritten wollten. Kann verstehen, Pommes sind gut. Kannst du den Teil in der Mitte wegnehmen? Danke dir. Was steht denn?
Ketchup. Senf, aber ja, mach ich. Ein dreckiger Teller, ich habe ihn weggemacht. Und endlich mal wieder Kaffee, ey. Okay. Was habe ich? Zwiebeln. Okay, jetzt sind alle drin. Und was bringe ich? Alles fertig kopiert und... Nee. Yes. Ja, ja. Was? Der Fall, love ich, hallo. Boah. Ja, die Indie-Entwickler sind die Kacke an die Wand. Das stimmt schon. 650, ey. Gut. Einer muss noch, blau. So. Wir haben jetzt ein paar Förderbänder, jetzt, freut euch. Jetzt wird erstmal gekauft. Achso, der Tisch. Das ist der falsche. Das. Nicht kaufen. Ja. Schon klar. Längere Wartezeit. Längere was? Raus damit. Wir brauchen den eleganten Tisch. Fail. Okay, also wir kaufen erstmal die Greifer. Erstmal, ja. Genau. Können wir noch weiter forschen zum Smart-Greifer? 1, 2, 3. Nein, wir müssen Teller umstellen. Tische umstellen. Nützt alles nichts. Oder warte, wir rollen erstmal. Okay. Oder? Nichts, was wir brauchen. Ja, und wir können nicht mehr rollen. Gut, dann wird jetzt trotzdem Tische umgestellt. Okay. Mach mal, wie du denkst. Ich funk dir nur rein. Smart-Greifer. Alle Greifer, die wir haben. Ja, ich trage sie mal hier raus. Warte mal. Ja, Stühle können wir immer noch. Zwei runter. Ein Abtropfbrett brauche ich ebenfalls draußen. Mhm. Also zwei. Ja, von oben wäre klüger gewesen. Können wir schon mit den Spülen? Nee, können wir noch nicht, ne? In einem Waschbecken arbeiten. Nee. Ach, da sind wir noch weit weg. Irgendwie fehlt irgendwie noch ein Smartgreifer. Ja, da hinten die Kirsche. Ein
hängen die irgendwo hin. Zeiger, kannst du auch links an die Wand machen. Nee, halt, das ist der falsche. So, zack, zack, zack. Den haben wir aktuell noch über. Kann ich da hinten noch irgendwo was umbasteln? Ohne. Nein, du musst noch ein Waschbecken holen. Ich würde das Waschbecken noch holen. Ja, ja, ich gucke gerade. Ich gucke ja gerade. Können wir hier den Greifer nicht nutzen? Moment, können wir, wenn wir das Waschbecken wieder hier hinstellen? Ja. Ja, klar, kannst du Eckgreifer nicht nehmen, dass es rausgeht. Ja, schon. Ja, klar könnten wir das. Aber ich war am Überlegen, wenn du hier spülst, stehst du hier was länger, theoretisch gesehen. Und dann blockiert man hier den Tisch beim Anlaufen. Und das wenn stimmt. man den nach oben drückt, hast du Luft. Mhm. Und den Smartgreifer kannst du auch da um die Ecke bauen. Mhm. Ja. So. Dann kann ich auch gar nicht mehr beim Spülen helfen. Ja, das ist korrekt. Aber das geht nicht anders. Okay. Ich bin am Überlegen, aber nee. Steine, wir würden mit den Tischen noch eins runterrücken, dann ja. Wieso? Boah, das sind jetzt riesen Laufwege, ey. Ja, merkst du? Gut, wir brauchen nicht mehr abräumen. Es wird automatisch abgeräumt, ne? Das spart uns wieder Zeit. Du brauchst ab und zu nur. Ja, aber warte mal, genau. Wir brauchen auch mehr Teller dann. Ja, wir dürfen auch nicht zu viele nehmen, sonst, du musst den einen Tisch nochmal anheben. Ach so, ja, das ist ja kein Problem. Lass mal überlegen. Ja, die Matten für die Schuhe. Ja, schon klar, aber wie kriegen wir das denn sonst gestellt? Ja, ansonsten müssen wir doch halt so arbeiten, ne? Theoretisch gesehen kann ja so der Hero wieder helfen, weil er ums Eck läuft und dann von hinten spült. Die Frage ist, kriegen wir die Teller noch irgendwie rein? Da fehlt uns ein weiterer Greifer. Ne? Ja, dafür würde einer noch fehlen. Ja, aber nein, die dürfen wir nicht reintun. Weil? Warte mal. Ein Teller, zwei Teller, drei Teller, vier Teller, fünf Teller, sechs Teller. Wir bleiben auf den Bändern liegen und so. Nein. Achte, ich weiß wie. Da rein gibt es Feuerteller. Ja, das ist dieser Plate. Das funktioniert. So, wir brauchen nicht mehr. Meinst du, das funktioniert, dass er die zwei da reinschiebt, ja? Ja, wir müssen so oder so den Übungsmodus machen, das sehen wir jetzt. Warte, ich habe den Teller scheiße eingestellt. Ist doch erstmal scheißegal, es ist der Übungsmodus. Nochmal. Trotzdem, mal vergessen was. Kack am Dampfen. So. Guck, zack. Oder? Klappt nicht? Nee. Klappt nicht, okay. Gut, dann. Leave. So. Ja, oder so, genau. Ja, dann stellen wir da den Achter hin, dann kannst du die manuell reintun. Hm. Weil es dürfen auch nicht zu viele sein, weil sonst staut sich zurück und dann kriegen wir einen Stau auf den Tischen und dann ist vorbei. Weil wenn ein Teller da liegt und der nicht abgeräumt ist, setzt sich keiner hin und wir kriegen den nicht manuell weggeräumt. Deswegen haben wir die zwei, deswegen haben wir die zwei eigentlich, aber da waren wir nicht gegen Bänder. Weißt du? Ja, aber Hiro kann ja manuell nachlegen und wieder auch manuell rausnehmen. Oder wir auch übers Eck, ne? Über welches Eck? Achso, ja, stimmt, klar. Stimmt. So. Aber trotzdem müssen wir mal laufen lassen, weil wir müssen Schmutz produzieren. Und wir müssen mal gucken, wie wir es jetzt hier machen, weil wir haben. Ja, ich habe oben eine Matte hingelegt, dann kann er hier auch mit den Schuhen rumlaufen. Da unten braucht er die Matte ja nicht. Ja, ja. Aber trotzdem haben wir hier noch ein Problem, weil das ist ja, echt ja, das, Laufweg, ich weiß, ne? Das ist mir schon klar. Oh. Theoretisch. Eigentlich müssten wir die Hotdogs in der Mitte machen. Die müssen in der Mitte liegen. Ja, aber alles weiter runter. Genau, hier. Ja, aber dann sind die Teller wieder zu weit am Arsch der Welt. Pommes und Hotdogs wechseln? Funktioniert das? Nee. Ja, nein. Platz. Ja, nein.
Ja, aber wir sind auf dieses System jetzt eingeschossen. Wenn du das jetzt änderst, dann verbrauchst du zu viel Zeit, weil du hier wieder dich verdrückst. Nee, das ist richtig kacke. Wie, das ist richtig kacke? Ja, wie soll ich es denn machen? Ja, immer mit der Ruhe. Gar nicht. So. Wir müssen den Kaffee mal automatisieren, dann würden wir Platz sparen. Kommst du nicht mehr durch? Ja, dann so. So, Telefonkamera nach draußen, das brauchen wir hier drin nicht mehr. So. Dann kommt man nicht mehr durch. Ich wollte nur gerade testen, ob das für mich so gut ist oder nicht. Nee, es ist doof. Ja, lass das doch so. Warum denn nicht? Na, ich find's doch besser. Wenn ich halt die Soße ganz nach oben bringen muss, ist halt kacke, aber. Ja. Was habt ihr noch geschrieben? Sorry, ich mal. So, was hat Lavish? Entwickler, du störst nicht Lavish, aber wenn wir hier gerade planen sind, ist halt schwierig, so ein Chat einzugehen, sorry. Ich will. Okay, alles gut, Lavish, ne? Hau rein. Passen die das Spiel eigentlich vom Schwierigkeitsgrad an? Ja, ja. Also, wenn einer noch mehr dazukommt oder so, dann kommen auch mehr Gruppen. Ketchup. Ach so, ja. Hol den schmutzigen Teller schon. So, sollte passen, oder? Anders schiebt ihr automatisch weiter. Dann ist da zum Spielen. Wusch! Ruf mal eben an, dass mehr Katzen kommen. Die kommen, glaube ich, nicht dadurch, aber wo ist denn sein Telefon hin? Warte draußen. Vorne. Glaube ich denen egal. Kann auch nur einmal anrufen. Ja? Bedienen? Also, ja. Wusch. So, mal gucken. Also es geht offiziell, geht es nur bis zu 4, es geht aber eine Mod, dass es, glaube ich, bis zu 16 können. Weil dann wird die Karte immer zu klein. Aha, siehst du, guck, weil jetzt das Zeug schon da ist, sagen die. Alles klar. Weil der Platz schon belegt ist. Ketchup. Senf. Yeah. Sag ich, je mehr Leute, desto mehr Chaos halt auch. Wir müssen uns auf jeden Fall angewöhnen, immer Kreise zu laufen, weißt du? Das immer ist, gegen den Uhrzeigersinn. Nee, immer im Uhrzeigersinn. Das heißt, wenn Mojito kommt, dann kann ich nicht so gegen ihn laufen. Dann muss ich mit dem Kreis laufen und mir den Hotdog wegnehmen. Weil sonst knallen wir immer uns gegeneinander. Entweder laufe ich so, aber das ist wegfallen, weil... Ja, ich würde sagen, lass den unteren Tisch mich machen, oder? Ja, und was ist mit den anderen beiden Tischen, wo dann noch Soßen hin müssen, die muss ich zusätzlich machen. Ich mache weiter das, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Bloß, dass ich den unteren alleine mache, oder? Ja, schauen wir mal. So wäre jetzt meine Idee gewesen. Aber wir können noch gerne... Ja, aber wir können es ja mal versuchen. Weil wenn wir jetzt... Warte mal. Wir haben noch einen Platz frei. Und wir haben jetzt einen Greifer, einen Smart-Greifer und einen... Eckgreifer. Genau. So. Ich würde sagen, wir lassen nochmal den den normalen Greifer und forschen nicht. Warum? Ja, dann nehmen wir ihn doch einfach raus. So, ja. Weil. Guten Morgen. Weil da oben ist mal noch einer mit den Kartoffeln, dann brauchen wir keinen Smartgreifer für. Hätten wir nochmal gleich einen Smartgreifer übrig. Und der ist günstiger. Ich denke jetzt nur ans Geld. Ansonsten. Ja, dann guck mal. Was denn? Also, der ist nicht günstiger. Was ist denn gleich viel, meinst du? 60. Oh, warte. Ups. Ach, auch 60, ja, dann können wir es auch vorstellen. Die kosten einmal 60. Okay, ich dachte, der wäre günstiger.
Na gut. Nein, das ist beim Mixer. Ja, ich würde gerne mal würfeln, können wir aber nicht. Ja, also nehmen wir noch irgendwas mit. Ja, wir können noch irgendwas rausstellen. Den Ofen, den können wir forschen. Zur Mikrowelle. Wo ist denn der Ofen? Ah, da hinten, ja, und dann? Was willst du mit der Mikrowelle? Ja, nix und dann. Das war einfach nur so gesagt. Ach, Quatsch. Das ist scheißegal, was wir mitnehmen. Ja, okay, dann nehmen wir. Können wir die Gas Overdrive eigentlich an die Platte anschließen? Nein, weil es eine sichere ist, soweit ich weiß. Warte, ich kann mal lesen. Geht nicht dabei, dass es nicht geht. Ja, dann komm, kauf's und versuch's. Kann ich mehr wie gehen oder nicht gehen? Wir brauchen die 60. Wir brauchen aktuell jedes Geld. Das würde ich. Für. Wofür? Dass wir würfeln können. Wir machen 600. Ja, aber wir müssen würfeln können. Das ist das Problem. Ja, wir kaufen 3 Förderbänder und dann wird gewürfelt. Ja, aber wir brauchen jenes bisschen. Mach 180. Wir müssen doch aktuell 230, nicht kostet 140. Es funktioniert mit dem sicheren. Angeblich. Ja, dann gebe ich. Ja, komm, dann probieren wir es. Angeblich. Weißt du, hat er bei Version 1.7 so gelesen. Ist doch so, egal. Also, steht auf deren Wiki zumindest. Ja, von welchem Tag ist dieses Update? Okay, erst wolltest du es ausprobieren. Und jetzt hat es ein Wiki gelesen und jetzt willst du es nicht ausprobieren. Also manchmal verstehe ich dich nicht. So. Also du musst den Hebel manuell umlegen, ja, ne? Aber nur einmal, ne? Ja, natürlich. Nein, dauerhaft gedrückt halten. Na gut. Haben wir es, oder? Ja. Okay, versuchen wir unser Glück. Soll ich alles? Warte. Okay. Du legst wieder Käffchen rein? Ja. Probier das jetzt direkt aus. Du kannst da rumspielen, klar. Sieht nicht so aus, oder? Doch. Okay. Ruhig, das funktioniert. Ja, Käffchen. So, es fühlt sich schneller an. Käffchen. Danke. So, habe ich die Mitte auch, mache ich. Sorry. Nimm mir eins mit hier. Nee, die Teller da oben in der Ecke sind scheiße. Ich gehe mal ein bisschen bedienen. Fritten, oh, mach ich. Käppchen. Mitte auch. Nee, also die sind richtig scheiße da oben in der Ecke, weil ich die immer gefühlt zuerst pack. Senf. Äffchen. Thank you.
Wir sind ein gutes Team. Ja, auf jeden Fall. Total überqualifiziert. Ah, fuck, in der Mitte musste Senf. Mach mal weg. Danke. Ja, dann musst du auch auf Seite gehen. Ja, ich kann mich nicht alle auflösen. Pommes mach ich. Was? War gerade knapp. Ich hab die Bürste angelegt. Ich muss ja, jetzt wieder packen. Kümmere ich mich drum. Pack da schon. Und was hab ich? Bring ich? Ich mache einmal komplett. Okay. Käffchen. Pommes habe ich. Mach nochmal komplett. Ah, Pommes habe ich schon, sorry. Ja. Egal. Da gibt's halt doppelt. Übrigens, dann lieber komplett nehmen, wie nur immer Pommes, ne? Nochmal zum Thema. Naja, haben wir ja genug. Tatsache. Jetzt ein paar Seta. Ja, sehe. Oben Käffchen. Mhm. Also dieser Durchbrenner ist gut. Ja, ich sehe es gerade. Ich will gar nicht wissen, wie schnell die Hotdogs damit dann gehen wird. Auf der schnell kommt. Wir bräuchten jetzt, kennt ihr diese komischen Hühner, wo so hinten so Wasser drin ist, wo sofort kippt, so duck, duck. Ja. Guck, sowas bräuchst du beim Hahn. Wenn du das selber automatisch einstellst. Ja, rechts ist scheiße, dann können wir nicht mehr dauerhaft kopieren. Was ist? Links ist scheiße. Ja, aber es sind 15. Weil das Eis ist. Oh nein, das ist das Eis. Nee, stimmt nicht. Ja, aber nicht. Es ist nur Vanilleeis. Ist es nicht Eis im Kaffee? Im Kaffee, ja. Du musst das Eis im Kaffee reintun, das Vanilleeis. Wir müssen links nehmen. Gut, aber wir haben doch Förderbänder. Wir können doch immer sagen, unten macht zum Beispiel die ganze Zeit Eis mit Kaffee. Also er schiebt immer das Eis in den Kaffee rein. Dann hast du unten Eis mit Kaffee und ich weiß nicht, ob er das passende Eis sich immer rauszieht. Doch, natürlich, weil das offen ist. Okay. Du musst das, was du haben willst, raus offen haben. So, erstmal, was ist denn da unter dem Ding? Überbecken. So, was haben wir denn hier? Extra Ketchup weg. Ah, ich hab's nur reingelegt, dass wir was hatten. So, dann kommt da erstmal der Esstisch rein zum Kopierforschen. Da habe ich es falsch rausgenommen. Aber. Nö, warum ist doch richtig? Nee. Kaufen. Ja, aber. So, kaufen. Alle Blaupausen werden gekauft. So. Bis auf die eine. So. Ja, genau, die haben es raus. Das ist ja auch keine Blaupause, das ist ein Original. Willst du den anderen auch nochmal forschen, den Eckgreifer? Den Smartgreifer? Ja, müssen wir ja. Okay, warte, dann. Das heißt, den da rausnehmen. Nein, ja, okay, oder so.
Habe ich dich nur eingeklemmt. Dann... Warte. Raus. So. So, einmal Übungsmodus. Hero, nicht einschlafen. Ich bin spät. Kombiniere. Okay, klappt so nicht. Kombiniere. Ist dann nicht die Wand zwischen? Nee, nee. Doch. Ja, Hero hat recht. Vielleicht. Hero hat recht. Eiscreme kann nicht durch die Wand hindurchgehen. Ja, okay, dann machen wir es halt eins nach oben. Da ist keine Wand. Aber ich glaube, vielleicht brauchen wir einen Kombinierer. Ich weiß es nicht. Ja, ich vermute eher das. In der Ecke steht doch noch ein Kombinierer. Hm. Ja. Das bringt nichts. Ja, jetzt. Ja. Das heißt aber, es klappt nicht. Nö, aber mit einem Kombinierer wird es wahrscheinlich gehen. Ja. Y. Du musst alles eins verkünden. Ach ne, kann ich auch. So, Übungsmodus. Ja, total überqualifiziert, Fitz. Machst du jetzt endlich mal einen Kaffee? Hör ich doch. Danke. Nee, du hast Ketchup angehoben und dann war's. Neben dran stand. Ja, es geht zumindest. Ja, gut. Da haben wir halt jetzt nur eine Kaffeemaschine, oder? Das ist halt, ja. Egal, weiter geht's. Ich muss noch drücken. Ja. Ich würde mir aber gerne noch eine Ablagefläche holen, um noch Kaffee abzuladen. Vielleicht hier unten oder so. Weißt du, dass du die Schuhe auf die andere Seite machst? Was hältst du davon, wenn du das einfach hier hin tust? Dann kommst du nicht mehr hin. Wir haben Laufwege. Guck dir das an. Hier. Ja, aber nee. Dann kann man ja noch durch und ich kann hier unten einen weiten hinlegen. Das passt schon. Oder gegenüber, ja, geht auch. So, ja, ist noch besser. Ja, weil ich muss vielleicht auch hier nochmal so ein Eis zwischenlagern. Ich habe halt keine Ahnung, wie. Du legst hier eh nichts ab, Hero, auf dir hier, ne? Nee. Okay. Ja, dann könnte ich da nochmal. Gut. Gut, komm, dann. Wir hatten noch einen Greif. Warte mal, stellen wir da aus dem Weg. Aber mit denen können wir jetzt nichts weitermachen. Doch, wir könnten die weiteren Talentsysteme einfügen. Automatisch. Wieso? Na, du hast gesagt, die stören dich da. Ja, genau, die müssen da noch weg. Nee, warte. Du könntest ja theoretisch gesehen. Also klar, den müssen wir gleich rumdrehen. Sonst schiebt er uns Teller. Weißt du? So. Nochmal, ne? Das ist das Problem, wenn du, da sind zu viele Teller drin. Wenn du dann hier 8 hast, und dann? Dann stauen sich diese 8 hier zurück und dann kriegst du die Tische nicht mehr ab. Aber es reichen uns keine 8, wir brauchen mehr wie 8. Wir brauchen 10 oder 12. Ich muss kurz... Nein, wir hatten in dem einen immer 4 und in dem anderen auch immer 4. Es reichen 8. Moment. Wir können den hier oben links hinstellen, wo gerade der Eckgreifer ist, der geradeaus geht. Ja. Und was hat das für einen Sinn? Moment. Bin gerade am Denken. Den haben wir drin. Dann das Waschbecken hier wieder rein. So, kann man mit den beiden Eckgreifern so drehen, dass in der Mitte... Ja, da wo der Fitz steht, muss ein Eckgreifer hin, der nach rechts dreht. Aber dann kannst du nicht mehr spülen helfen kommen.
Das ist das Problem. Ja, damit hat sich die Sache automatisch schon erledigt. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was. Achso, dass du ihn rumdrehen kannst, wenn du keinen mehr brauchst. Oder? Ja, wir wollen doch eh das Spülen automatisieren mit den Einweichplatten irgendwann machen, ne? Aber noch geht das nicht. Fitz, die Aussage ist ungefähr genauso wie zu sagen, wir wollen ja einmal alles automatisieren, dass wir nur noch die Runde starten brauchen. Ne? Also das kommt auch selber raus. Da können wir auch in der Kirche gehen und beten. Also wie gesagt, wir können, das ist ja das Ziel von diesem Spiel, alles zu automatisieren. Das ist schon klar. Also mich haben die Teller da nicht gestört, aber... Ja, komm, dann tun wir sie da wieder hin. Wenn der Hero ab und zu hochkommt zum Spülen, kann er sie auch im Notfall umkramen. Oh, sicher. Hauptsache ich habe einen Teller. Der Rest ist ja eigentlich scheißegal. Hm. Hat das mit dem Autoplay da nicht klappt? Naja, egal. So, erstmal nach unten für die Schuhe. Ach so, ich bin gerade überlegen, aber neben dem Autoplay, der könnte man noch nicht machen, dass er... Doch. Warum machen wir das nicht? Was mit dem Autoplay? Ja, aber wir haben auch einen Autoplay. Warum schieben wir den Autoplay da nicht automatisch direkt hinter die Würste? Ja. Stimmt, dann können wir die übernehmen und dann kann man immer noch sagen, kommen wir nehmen noch eine Fritte dazu, spart nochmal Zeit. Ja, dann müssen wir halt alles was schieben. Genau. Von hier vorne aus. Das heißt, den Autoplater brauchen wir. Nee, hier, lauf damit nicht nach oben, wenn der hier unten hin muss. Gib das scheiß Ding her. So. Ja, genau. Dann brauchen wir noch eine Ablagefläche. Ablagefläche brauchen wir. Und die Würstchenproduktion muss Minimum 1 sein. 1 nach hinten, ja. Nee, besser 2. Nicht mehr rum. Da kann ich auch nicht mehr spielen. Besser 2, mach doch erstmal. Gut. Na, wir können immer nur mit dem Eckgreifer arbeiten. Alles erstmal nach 2 nach hinten. Danach können wir gucken, wo es hapert. Ja, warte. Jetzt haben wir durcheinander. Warte, Hiro. Stopp. Warte, Hiro. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Jo, geh in die Abstellkammer und stell dich hin und wein da. Nee, aber jetzt weiß ich nicht mehr, so. Wie es war. Jetzt bin ich gerade ganz durcheinander. Ja, ist doch egal. Ich wollte nämlich nur eins. Ich wollte nämlich nur. Doch, ich wollte 2 zurück, aber ich wollte. Wir brauchen jetzt erstmal einen Greifer. Welcher ist ja erstmal egal. Da unten ist ein Greifer. Der hier. Er nimmt die Fertchenwürstchen raus und tut die nach hier. So. Das Spülbecken tun wir mal blöd gesagt nach da. Die 8 kommen dann nach da. Dann brauchen wir 2 Eckgreifer. Nimmst du mal, genau, danke. Mhm. So. So, die Würstchen müssen jetzt irgendwie nach da. Das heißt, hier kommt die schnelle Kochstelle. So, da werden die Würstchen, da kommen die Brötchen drauf kombiniert. Richtig. Mhm. Ja. Warte. Ja. Gut, jetzt kommt Hiro zwar nicht mehr zum Spülen, aber erstmal gucken, ob das jetzt so klappt, weil sonst haben wir nicht wieder... Haben wir nicht noch einen Greifer? Ja, wir bräuchten 2. Scheiße. Da können wir die anderen Teller noch einbauen, die anderen 8. In den Kreislauf. Warte mal. Da steht ja jetzt doch wieder alles zu weit vorne. Dann müssen wir doch eins halt zurück, ja. Klar. Nee, Quatsch. Wir kriegen wieder einen Greifer frei. Ja, warte, aber wir müssen jetzt alles eins. Ja, die Würstchen müssen jetzt eins nach hinten. Nicht unbedingt. Wir haben ja einen Eckgreifer. Verstehst du? Was tust du denn? Warum stellst du alles?
weil da hinten noch ein Förderband dazwischen muss. Ja. Wenigstens einer, der es versteht. Das ist das falsche Förderband. Nein. Ich hätte alles so, wie es war, einfach nur eins zurückgeschoben. Machen wir doch gerade. Platz gemacht. Ja, ich werde halt durcheinander. Ja, genau, da ist das Problem und nicht daran, was wir hier gerade machen. So. Wobei hätten wir auch alles so wieder hätten, eins. Ja. Und bringt genau so viel wie so. Nö, du musst einen längeren Weg laufen. Aber gut, du willst ja, ja eh nicht mehr rum. Für was? Für was? Ja, vorhin hat er da zum Spülen hingemusst, mecker nicht. So, ein Smartcraft haben wir über. Können wir damit noch irgendwas anstellen? Nee, ne? Ich würde gerne noch mehr Teller ins System, aber in den Kreislauf einbauen. Nicht zusätzlich, die uns dann hier dieses Ding verstopfen, weißt du? Aber da fehlt uns noch ein weiterer mindestens. Da kann nur eine Ablagefläche. Hast du zwischendurch noch eine? Wir haben sie doch. Zugang zu los. So. So, aber die Frage ist, wir haben nur einen Eckreifer frei. Ganz bringt uns. Übungsmodus. So, hallo Sergi, schön, dass du reinschaust. Neuer Smartgreifer oben bei den Tellern. Ja, haben wir ja gerade. Das macht er, glaube ich, automatisch mit den Tellern, wenn der erste Schmutzige kommt. Wenn nicht, können wir es jetzt auch im Übungsmodus machen. Aber normalerweise... Das ist schon geil hier. Oh ja. Sweet, sweet, sweet. Genau, hat er sich automatisch gemerkt. Aber danke nochmal für den Hinweis, ne? Sergi. Schön, dass du reinschaust. Hallo. Jo. Wobei, eigentlich könnte ja mittlerweile auch alles normale greifen. Weil das Essen stellen wir hier und dann essen die das ja und dann wird es denen ja nicht weggenommen. Ja, hast recht, aber wir haben die Smartgreifer. Ja, also, ist ja egal. So. Ich hätte ja noch die Teller irgendwie drin, aber wir kriegen sie nicht. Nein, warte mal. Bedien erstmal die Kätzchen mit den Nachtischen. Ach so, du willst weitermachen. Ja, natürlich. Weil ich will jetzt gerade mal gucken, ab wann wir keine Teller mehr im System hätten. Weil dann können wir gucken, wie viele Teller wir ranschleppen müssen. Tim. Sind sehr langsam. Die stellen nicht den praktischen Modus dar. Er ist nicht eher den übenden Modus. So, was los? Gefällt dir die Katze nicht? Willst du die nicht? Nee, hab geguckt, wir wollten das Forschen gleich umstellen, weil ich brauche hier die Ablagefläche hier. Das bauen wir gleich um. Jetzt hätten wir theoretisch keinen Teller mehr. Ah, da hast du noch zwei zwischengelagert, okay. Wer will schon wieder dieses Eis haben?
Ja, da weißt du ja, was die gleich alle wollen, ne? Ja, sehr wahrscheinlich. Den Vierer-Stapel-Teller hätten wir nicht wegschmeißen sollen. Den hätten wir jetzt gebrauchen können. Es wären exakt genug gewesen, dass genug im System sind. Mhm. Wobei eigentlich auch mit 10 eigentlich genug im System sind. Weil so voll wird das hier nicht sein. Weil jetzt stehst du hier oben so lange und musst spülen und in der Zeit kriegst du das alleine hier nicht bedient. Ich weiß, wie es geht. Meinst du, wie ich weiß, wie es geht. Was denn? Ich habe eine doofe Idee. Es könnte klappen. Lass mal abbrechen. Sag erstmal was, bitte. Nein, du stellst auch immer um und sagst nicht was. Also. Nee, ja, nee. Aber meins funktioniert ja wenigstens meins und ist kein Bullshit. Meins funktioniert auch. Wir haben noch ja, einen. Ja. Was hast du denn jetzt da hinten vor? Ja, siehst du gleich. Ja, dann fügst du aber ganze 8 Teller ins System. Und? Ne? Das ist dir schon klar. Und? So. Und den stellen wir gerade. Da haben wir sie noch drin. Mhm. Das ist eine sehr gut funktionierende Idee, würde ich sagen. Also nochmal Übungsmodus ist bei den einen. Ah nee, doch. Warte, ich kann den richtig hinstellen. Man kann Übungsmodus ums Eck umstellen. Hero steht schon richtig. Ja, nein, eben nicht. Okay. Braucht man nicht. Weil das ist einer, der im Ernst der Situation umgestellt werden kann. Und nein, Fehler. Nein, ginge nicht, weil wir haben die Mod. Aber ja, theoretisch schon. Hast recht. Nein. Du kannst sie nicht umprogrammieren, du kannst sie trotzdem umstellen. Sicher? Ja, natürlich. Doch, die Mod macht das mit. Okay. Nein, die Mod macht nur, dass du sie nicht umprogrammieren kannst. So. So sieht das Ganze doch fast schon gut aus. So, jetzt brauchen wir nur noch, warte, wie viele Eckgreifer brauchen wir jetzt noch? Haben wir überhaupt noch halt, warte mal, wir haben 2 Eckgreifer, ne? Dann weiter? Ja, abbrechen. Wieso? Lass uns erstmal den alle umstellen hier. Nee, warte. 1, 2 Eckgreifer. Und? Er wird es nicht forschen, oder? Der wird nicht umgeforscht. Nein. Dann brauchen wir nicht forschen, das ist doch okay. Warte, was ist hier denn dann? Der Smartgreifer. Der wird mal umforschen. Ich will das Ding jetzt umstellen. Ich will das umstellen. Ja, nach hier unten in die Ecke. Genau. Ich will alles umstellen. Nein. Den Forschungstisch nehmen, um die Blaupausenkabinette umzusetzen. Ja. Oh. So, Kopierer machen wir hier hin. Genau. Aber da ist genau das drin, was wir forschen wollten. Moment, nehme ich hier raus. Wo ist was drin, was wir forschen wollten? Den Tisch. Für den Tisch. Stimmt. Ja, für die Decken, damit die auch auf 3 lang werden. Genau. Weil wir dann theoretisch gesehen vorne in einem rotierenden Umlauf Mayo-Ketchup machen können. Dann läuft das immer 2 im Kreis, brauchen wir nur am Anfang draufstellen und danach läuft das im Kreis und dann nehmen die sich das, was sie wollen und stellen sie dann danach wieder dahin. Genau, theoretisch. So, aber... Er muss das Eis umsetzen. Ja. Achso, okay. Ja, genau, hier umstellen, damit wir Platz haben und dann die Eismaschine reinsetzen. Finde ich eigentlich eine sehr... Oh ne, das geht da nicht, genau. Muss den Hebel noch bedienen können. Genau, so. Ne, Quatsch. So rum. Ne. 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 Nimm mal den Kombinierer weg. Hier wo. Ach so. Ah. Müssen wir gleich 2 Stück umstellen. So. Aber ja. Dann kann man nämlich die direkt rüberstellen. Das ist wesentlich organischer. Und das ist auch also, nur ein Kaffeepochen. Also doch wieder die Scheiße. Wo ist denn die? Die haben wir weggeschmissen, ne? Die was? Die Gefrierzone mit dem Kaffee damals da drin. Ja. Nicht weggeschmissen? Ach so, zum Forschen. Ja. Ja, das ist jetzt halt so. Nee. Wir hatten auch eine, wo Kaffee drin war. Wo ist die denn hingelandet? Ja, da haben wir die Pasteten jetzt drin. Stimmt.
Brauchen wir aber auch. Naja. Naja, also ich kann mir hier die Schuhe nehmen. Kann da noch Schmutz rausfallen? Nee, kann ich. Kann ich. Und da ist eine Matte. Okay, passt. Da oben haben wir jetzt auch die ganzen Teller zusätzlich im System. Wo sind die denn? Ja gut, halt. Was sind die ganzen 8 Teller hin? Ja, hier ist einer drin, da ist einer drin. Und da sind 3, 4, 5. Ja, okay. Es sieht so wenig aus. Ich dachte gerade, wo sind die ganzen Teller hin? Hab ich gegessen. Und hier ist ja auch noch wieder einer, ne? So ist es nicht. So, jetzt sind es hier wieder 3. Die Pasteten bräuchten wir eigentlich auch eher hier oben. 4, 5, 6, 7. Leute, irgendwas hin, dass die Pasteten hier sind. Ja. Nee. Doch. Alles umbauen. Viel spielen wir nicht, wir sind nur im Praxismodus. Komm, Y. Ja, ich bin doch dabei. Ey. Nein. Alter Mann, ist kein Dezug. Du bist nicht dabei, sonst hättest du ja direkt von Anfang an. Alter Mann, ist kein Dezug. Da muss das Scheiß hin. Ja, genau. So. So, dann. Ich geh mal da raus, ich lass euch machen. Kriegt das schon hin. Dann, hier, tu mal das Mehl und so, alles an den Rand rechts, bitte. Hier das, alles, was hier unterhalb von mir ist, alles rechts an den Rand. Danke. So. 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 Der kommt hier. Da kommen die Kills. Hier waren wir Geifer drauf zwischen. Ja, war mir schon klar. Ich wollte nur gucken, ob, weil du dann über die Ecke arbeiten musst und das gefällt mir nicht. Wir hätten ein Feld gewonnen. Ja, ein Feld ist schon mal ein Feld. Ja, klar. Ja? Nee. Doch. Warum steht hier der Kombinierer? Ja, weil der die Kirschen auf die Flamme kombiniert. Weil der die Kombinierer, genau. Genau, und jetzt holst du dir noch das Mehl ran. Nein, der Kombinierer war an Waschbecken dran. Auch. Achso, ich hab da nur einen gesehen gehabt, deswegen war ich gerade. Genau. Der war so dran, aber das Mehl muss noch ins Waschbecken irgendwie. Ja, das geht nicht, weil die Kirschen da oben jetzt stehen. Kannst du so machen? Ja, genau, dahin. So. Nee, tiefer. Dann passt das wenigstens auch mit dem Mehl. Nee, passt doch. Mehl muss ins Wasser. Okay. Und der Kombinierer muss einfach nur nebendran stehen. So, zack. Könnte er sich halt vergreifen und... Nee, kann er nicht, da ist ja nichts drin. Ja. Achso, nee. Passt doch, lass das so. Achso. Ah, nee, halt, warte, da kannst du drauf zugreifen und dich verklicken. So nicht. Ja, aber hier unten, das ist scheiße. Die Soßen müssen mindestens so gedreht werden. Ja, das sollte passen. Das hier muss noch gedreht werden, ansonsten... Nee, muss nicht gedreht werden. Nein. Doch, muss. Nein, muss nicht. Da haben wir hier auch Ablageflächen dazwischen. Ja, die brauchen wir auch. Oh ja, wenn was schief geht. Ne? Hier ist ja auch noch. Warte, auch im Notfall noch eine Ablage. Oh nein. Ja, jetzt kommt man da auch einfach ran. Da auch. Wunderbar. Und hier ist unser Lauf. Könnte ich da noch was ablegen? Wo sind hier die Schuhe, wo du haben willst? Gut, dann sind wir soweit, richtig? Richtig, Eis ist ausgewählt. Hier macht er das Eis, hier macht er ein normales Käffchen. Wollt ihr eine Kaffeemaschine gebrauchen? Ja, brauchen wir wirklich noch, ne?
Hier eine. Wieso? Förderband rein, hier, die automatischen Kaffee dann nachschiebt. Also wenn wir noch, also ich würde jetzt, wenn wir noch einen zum Kaufen kriegen, kaufen wir einen, die kostet ja nichts. Ja, und dann könnte man theoretisch gesehen von da den fertigen Kaffee auch direkt nach hier oben schieben, dann hast du ja oben auch direkt einen fertigen Focaccio. Genau. Nee, Quatsch, brauchst du nicht. Nee. Es fehlen nur noch Förderbänder, dann hätten wir beides automatisiert. Ja, lass uns, also, okay. Ich würde sagen, wir haben es jetzt, oder? Wollen wir nochmal einen Probemodus machen oder das passt? Das passt doch, oder? Ja, einmal Probemodus, ob alles läuft. Na gut. Simultan Kaffee. Schön. Ja, schade, dass die Frittenproduktionslinie nicht schnell genug ist. Die würde ich auch gerne noch zum Doppelkombinierer, dass du das immer so abgeben kannst. Es fehlt uns ein Kombinierer. Ja, und es fehlt uns ein schnellerer Mixer. Ja, haben wir leider noch keinen bekommen. Wenn wir jetzt nochmal einen Schnellmixer kriegen würden, könnten wir zwei Stücke brauchen. Einmal für da oben, die Pommes zu automatisieren, schneller. Und einmal, um die Pastete zu automatisieren, genau. Ja, danach wird der Hero dann vom Pastetenbäcker zum Tellerwäscher. Degradiert, genau. Bei dir ist es vom Millionär zum Tellerwäscher, wa? So, Fitz, komm. Jedes Mal. Y. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, aber mit der Frisur bist du einfach nicht für mehr qualifiziert. Ist so. Du darfst nicht Essen kochen, weil da fällt sonst ein Haar ins Essen. Das geht bräuchten nicht. Wir haben hier noch ein zweites, wie heißen die Dinger? Teller. Zwischen brauchen wir nicht, ne? Brauchen wir nicht. Dann keine Greifung mehr dafür. Nee, nur generell, wir hätten es noch, nur als Einwand, dass wir es noch. Hallo, bevor wir jetzt irgendwas machen, rollen wir erstmal. Ach so, stimmt, das haben wir noch gar nicht gemacht. Oh Gott, bitte nicht. Da! Nein, wozu? Ja, hallo? Hä? Hör auf, dann machen wir den noch von der anderen Seite, dann können wir doppelt so schnell. Ach komm, das ist Quatsch, dann müssen wir lieber nochmal. Ja, brauchen wir nochmal Senf und Ketchup? Nein. Dass du oben drauf zugreifen könntest. Da ist noch eine Autotafel, da ist nochmal Geschirr, da ist nochmal Eiscreme. Da ist die Vorbereitungszone. Ja, aber du willst ja den Tisch jetzt machen. Ja, also hat sich das auch erledigt. Mixer hätte ich eingesehen, aber ansonsten. Nee, komm, sonst kriegen wir einen Mixer. Komm, scheiß drauf, das wird zu teuer. Brauchen wir nochmal einen Autoplater? Nee. Für was? Weiß ich nicht. War nur ein Einwand. Ich war gerade da. Wir haben auch schon eine Produktion. Okay. Dann gut, auch. Dann alle auf Position, ne? Ja. Und los geht's. Käffchen. Ich komme. Pastetchen. Käffchen. Mach ich. Was ist eigentlich, wenn wir den einen Focaccio hinstellen, obwohl die ein Dings wollen? Weil dann könnten wir es komplett automatisieren, den Kaffee. Oh, keine Ahnung. Müssten wir eigentlich gleich mal ausprobieren. Kannst ja da oben mal gerade einen Kaffee hinstellen. Achso, meinst du jetzt? Nee, geht ja nicht. Okay, scheiße. Dann haben wir verkackt. Haben wir alles kopiert, ja, ne? Okay. Es ist gewöhnungsbedürftig, direkt dahin zu laufen und das fertige Gericht zu holen, ne? Ja, fuck, wir haben es richtig verkackt. Keiner hat gespült. Jo, komm nach hier oben und spülen. Das ist richtig kacke, Alter, weil uns dadurch gerade ein Tisch fehlt. Brauchen aber auch Pasteten, ne? Hier oben die Pasteten. Ja, er hat ja jetzt den großen Schwall weggespült. Dann kann er ja wieder gehen. Ja,
Es ist so gut, dass wir die Pasteten doch zu schnell erstellen können. Ja, ja. Komm, das mache ich. Na fuck, ich nehme die Wurst. Ja, das ist das Problem am Autoplater, dass man da rankommt. Das ist, wenn ich jetzt einen Müllteller, der muss eigentlich in den Müll gebracht werden. Achso. Du kannst ja nichts mehr mit anfangen. Ich komm gleich wieder. Ach scheiße, ich brauche Focaccio. Ja, ich glaube, das war's, ne? Pommes. Nee, bedien du weiter. Okay. So, ich komm jetzt spielen. Ich sag dir Bescheid, wenn Pasteten eng werden sollten. So, dann kannst du ruhig weiter spielen. Ja. Ich halte da dein Auge drauf. Ich muss da eben ein bisschen. Ja, er braucht nur eine Taste drücken. Also, sorry, wenn er es dann nicht hinbekommt, dann noch gleichzeitig noch mal ein Auge verkackt. Ich habe kurz überlegt, noch mal meinen Controller rauszuholen, um nein. Den da oben stehen zu lassen. Doppelcheat aktiviert. Fuck, wir gehen drauf. Senf. Also Pommes in der Mitte. Okay, ist schon. Pommes oben, Fitz. Ah, ich hab noch einmal, jetzt kommt. Ah, fuck it, ey. Ja. Geht. Nein, das war's. Ja, schade. Ja. Nee, es war einfach zu viel am Ende. Es war einfach zu viel. Wie komme ich aus dem Menü wieder raus? So. Starte mit einem Greifer. Es war einfach zu viel. Pommes Frites als Beilage hinzu, weg damit. Fügt schwarzen Kaffee als Nachspeise hinzu, weg. Können Senf bestellen? Ja. Geduld der Gäste wird ausgeblendet? Ja. Verfahrens wird ausgeblendet? Ja. Und die anderen Sachen bleiben auch erhalten, die wir schon hatten? Nö. Okay. Die sind da weg. Ich weiß nicht. Nur die drei, vier Sachen. Okay. Ich dachte jetzt die alten auch. Wollen wir was anderes machen? Also, außer Hot Dogs. Nein. Komm, wir immer weiter Hot Dogs. Boah, gibt es noch Pizza oder so? Nix da. Guck mal, was wir bekommen haben. Zwei Greifer. Ja, einen hatten wir noch. Ja, und jetzt noch einen zweiten Smart-Greifer. Ja, und wir starten schon mit einem. Hätten wir drei zu anfangen. Oh ja. Können wir gleich schon automatisieren. Wir nehmen das Leben aber auch mit. Ja, komm. Jetzt gönnen wir uns richtig. Und die Spülmaschine. Nee, die Scheiße. Warte. Ja, aber die kann man auch fast automatisieren. Sobald sie voll ist, braucht nur einer hingehen, O drücken. Fertig. Die müssen wir doch eh nicht. Wir haben den Platz, also. Ja, echt. Ich meine, sie kostet ja nichts. Ja. Also ich fand's. Außerdem ist sie upgradebar, die können wir direkt in die Blaupausenkabinett tun. Nee, müssen wir die nicht kaufen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich lass dich mal das Kitchen Layout laden. Hab ich jetzt textet. Ja, wir warten ja nur drauf. In die Cloud gehen. Kitchen Designer, Paste, Generate Kitchen Layout, Escape. Jo! Drei Greifer. Wie kaputt ist das denn? Nö, ja, nur zwei. Und der Forschungstisch. Und der Forschungstisch. Nee, das Telefon. Ja gut, aber es ist die Frage. Den können wir ja... Wobei... Forschen. Wer hat gerade den Greifer gekauft, der da noch war? Ich, weil der umsonst war. Wir hätten ihn doch forschen können. Wie denn ohne Forschungstisch?
Und ohne Kopiertisch bringt das auch nichts. Um die Rohware aus einem Ding zu nehmen, reicht das dreimal. Wir könnten theoretisch gesehen die Teller automatisch in, wenn sie gespült sind, zurück auf ja. den Tellerstapel. Weil zu Anfang brauchst du zu Anfang nicht das Hotdogs kochen automatisieren. Das ist zu Anfang ist das echt Kindergeburtstag. Mich sabotiert meine Arbeit. Dann bedient ihr vorne und ich fange mal hinten an zu kochen. Ich habe ja mein Kochoutfit an. Zack. Also zeig, wenn du auch mal mitmachen magst, ne? Geht auch zu viel. Ich spiele nicht mit solchen Leuten. Achso, du willst direkt beide Tische ab. Also, geht natürlich klar. Dann brauche ich da einen. Achso, ja, sorry. Durch die Soßen noch, wie er sie braucht. Ja. Ne, Quatsch. Achso, müssen wir noch eins zurück, ne? Am Anfang halt direkt 12 Gruppen. 12. Wo ist denn das scheiß Waschbecken jetzt schon wieder? So unten. Ah, hier unten. Das müssten wir ausprobieren. Was? Hör ich Nein, doch. So kann es nicht klappen. Der wird dann auf dieser Decke ja, rausnehmen. Weil, wenn dann so. Aber dann wird er dann irgendwie runter. Nein. Ist die Frage, ob er die Flaschen wegzieht, die Ketchup und Senf. Das kann gut sein. Aber dann liegt er halt daneben. Moment, ich brauche hier noch Ablagefläche. Bedien dich. Ist ja nicht so, als hätten wir genug. Deswegen hole ich sie mir. Muss tiefer. Kommt ihr noch so an die Teller ran, ja? Sehen wir gleich. Sind ja nur 4. Als was per Wurzel. Einen Moment. So. Wollen wir? Einen Moment. Okay. Ich muss gerade meiner Katze was Frisches zu essen geben. Ich versuche übrigens gerade ein bisschen abzuspecken. Ist nicht einfach. Esse gerne, wenn ich was Herzhaftes gegessen habe, gerne was Süßes hinterher. Wort nach dem Abendessen hart. Aber ich hab's durchgezogen. Nichts zu essen. Außer das Abendessen. Oh. Und von FDD auf FDH. Nicht frisst das Doppelte, dann frisst die Hälfte. Guck mal, die Blaupausen können wir jetzt schon runter, das lassen wir eh nicht da oben. Wir haben halt folgendes Problem. Wir haben nur 4 Teller. Marode. Nein, wir haben 4 Teller. Das ist auch ein Problem. So, da bin ich wieder. Ja, wir haben einzig bedacht, da passen 4 Teller rein, wir haben nur 4. Ja, und? Dann kann ich Spürchen ja aber auch mit 2 anschmeißen. Richtig. Richtig. Beispiel. Okay, ich bin soweit. Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass wir hier am Anfang mal das ultra starke Waschbecken. Ist das nicht nur ein normales Waschbecken? Meine ich doch. Ja, aber das ist ja das ultra starke Waschbecken. Ja, aber dann tauscht es doch aus gegen die Spülmaschine, oder? Und die Spülmaschine zur Reserve hier unten. Bis wir 8 Teller haben. Also in der nächsten Runde. Wenn Teller kommen. Die meistens kommen. So. Soll ich einmal direkt durchklingen?
Ja, wir können in der ersten Runde nicht draufgehen. Das ist der Vorteil. Oder klingelt natürlich. Ich liefere euch genug, Hot Dogs. An mir hängt es nicht. Was macht ihr denn jetzt da? Warte doch. So kannst du mir nicht. Da kannst du immer schön voll gegen die Waschmaschine da laufen. Ihr habt Probleme, so ey. Ihr habt Probleme. So. Ein und raus geht noch. Wunderbar. Zack. Okay, dann. Los, klingeln, klingeln. Hey. Oh, sehr gut. Wir hatten was vergessen. Was? Ja, programmieren. Ach, das Smart Driver. Oh. Jetzt sind es ganz normale Förderer, die dir das Essen wegziehen. Hier ist dein Essen und ist es weg. Und das beim Zweier-Franchise. Das ist natürlich sehr hardcore. So, jetzt nochmal alle Ausrufezeichen. Visit. Das hat eh keiner gemacht, außer Psychos gerade. Aber, ja. Ich hab das auch schon gemacht gehabt. Bei dem neuen. So, Essen, ich brauche Essen. Ja, ich muss doch erstmal Ausrufezeichen wisselt. Jetzt hol doch mal nicht rum. Ein verdammtes Würstchen. Was selbst als. Gucke, kannst du direkt hinlegen. Senf. Oh, fuck. Falsch, verkackt. Ja, jetzt zieht die Flasche weg, das ist blöd. Nee, jetzt zieht er nicht. Ja, der zieht die Flasche weg, ja, aber der nicht. Boah, macht das einen Dreck. Ja gut, aber wenn du den Senf hier hinstellst, kommt er auch da an. Das ist der Vorteil. Aber du kannst ihn doch schnell genug wiederholen, oder? Oder geht das nicht? Ja, klar. Nee, geht nicht. Warum denn nicht? Sobald du ihn setzt, zieht er ihn. Das ist kacke. Ist doch kein Problem. Aber du kannst das Essen hinsetzen und die zieht das Essen nicht weg. Was ist los mit dir, Hiro? Ja, komm, dann Abbruch. Ja, das wird schon schief gehen. Los geht's. Warum klingeln wir eigentlich komplett durch am Anfang? Wieso nicht? Weil es verrückt ist. Hiro, was hältst du davon, wenn du jetzt hilfst? Nee, der war ja nur fürs Klingeln zuständig. Dass die so lange brauchen, ist viel problematischer. Senf, Hiro. Schlaf nicht ein, beim nichts zu. Wegnehmen den Hintern. Danke. War doch ganz entspannt, würde ich sagen, oder? Ist es noch nicht rum? Klar ist das rum. Da stehen immer Leute draußen. Ja gut, ein Smart-Greifer muss da halt hin, sonst ist das scheiße. Ja. Das ist jetzt Luxus, dass man überhaupt mit so viel startet, ne? Quatsch, das ist Standard. Das sollte Standard sein. Guck's dir an. Forschungstisch, aber keine Teller. Das ist scheiße. Nehmen wir die Kochstelle mit. Genau. Forschungstisch in die Blaupause. Erstmal den Forschungstisch forschen. Ohne Forschungstisch. Das ist logisch. Jo. Aber wir können rollen. Obwohl eigentlich ein Waschbecken wichtiger wäre, ne? Jetzt doch noch nicht rollen, oder? Jetzt schon direkt am Anfang. Hallo, Waschbecken ist wichtiger, wie eine Scheiße. Ja. Natürlich. Ja, ich sag ja nichts.
Hä? Was ist denn hier los? Weiß ich nicht. Nimmst du mal die Blaupause raus? Ja, wollte ich, aber hat mir irgendwie den Tisch gegriffen. Dann roll mal halt, komm. Ja, okay, bei drei, nee. Stück, bei drei Stück roll ich nicht. Gut, los geht's. 15 Gruppen. Jetzt bitte nicht mehr durchklingeln. Nee, Fitz, das ist wieder Kacke. Du musst mir uns auch einen Platz lassen. Hier unten, die Ablagefläche ist viel zu weit weg für uns. Wenn die Kacke hier am Dampfen ist. Na gut. Oh, ich brauche keine mehr machen. Teller, oh, Teller. Meine. Hallo, Spülmaschine. Ja, scheiße. Das scheiße, ist ja nicht die Spülmaschine. Ey, kannst du ja drin lassen. Ja, warum? Kannst du drin lassen. Okay. Können wir umforschen. Die Vierer eben auf. Ja, definitiv. Da ist es. Transportband. Und weiter. Kaufen. Transportiert. Jo. Kommt da zu früh. Ja, kauf's zum Verlängern für irgendwas. Die 20 haben wir. Ich würde trotzdem jetzt gerne einmal würfeln noch für den Blaupausentisch oder so. Ja, dann. Wenn wir nicht kriegen, ist es halt wieder, ne? Genau dasselbe wie jetzt mit dem Transportband. Was willst du machen? Ja, warten. Wir forschen jetzt. Da kommt auf jeden Fall jetzt gleich das Hochleistungsspülbecken raus. Dann kaufen wir das und danach können wir. Es könnte noch das Mehrfachbecken kommen. Jetzt habe ich es gejinxt. Ne? Ja. Boah. Aufstellt euch auf, kommt weiter. 18 Gruppen. Die Bauer Hotdogs kriegen wir hin. Denken viel zu lange nach, ey. Wir brauchen Deko-Runde. Die kommt ja auch noch. Da müssen wir auch noch. Oh, auch Geld für. Guck, wie lange die denken, ey. Das ist Katastrophe. Ja, besonders, weil es ja nur eine Mahlzeit gibt. Was gibt's da nachzudenken, weißt du? Gehst in den Hotdog-Laden so, was hätte ich gerne? Ja, die denken auf die Ketchup oder Senf oder gar nichts. Das denken sie dann nach nochmal extra. Ja, aber nach nochmal extra Denkzeit, ob sie noch Ketchup oder Senf wollen. Also ich finde, dass die Zeit ausgeblendet ist, finde ich übrigens gar nicht so schlimm, weil du kriegst immer noch mal eine Meldung, wenn es brenzlig wird, ne? Also eigentlich immer bei uns. Nö, nicht immer, aber...
Und das hat jetzt gut geklappt. Das hat gerade echt gut geklappt. Ja. Völlig unbeabsichtigt, aber es hat geklappt. Nee, das hat geklappt. Fitz, das war auf den Millimeter genau geklappt. Prozent weniger dafür Pommes. Für Pommes. 20% weniger gibt's. Aber diesmal nehmen wir einen Schnellmixer und keinen anderen. Ja, wir hatten halt lange Zeit keine Förderbänder. Deswegen war das doof. Jetzt sieht das anders aus. Einmal schmecken. Ach, das hätte ja auch noch kommen können. Da jinxt da uns noch nicht mal das Richtige. Mhm. Die Frage ist, brauche ich eine dritte Kochstelle, eine dritte billige? Da komme ich mit zwei hin. Bisher hat es gereicht eigentlich. Mit zwei hin. Er hat es eigentlich gereicht. Warte, wir machen einen Game Changer. Die Spülmaschine haben wir bis jetzt nicht einmal gebraucht. Dann werden wir sie jetzt auch nicht mehr brauchen. Hä? Und dann? Halt's doch erstmal. Warte doch. Geduld, Kollege, Geduld. Wenn du kannst da wegstellen, aber ich würde trotzdem erstmal noch aufheben. Jetzt haben wir ja eigentlich genug Teller, aber ihr wolltet halt spülen, ne? Also ich will sie mal noch kurz aufheben. Wir haben sie umsonst mitgenommen. Und weiter? Ja, wie weiter? Im Hero spült, kümmert sich um die Soßen und kann im Ernstfall selber nochmal hier hinten irgendwie. Ach so, nö, das kriege ich schon hin. Eher die Ablageflächen hier und ihr braucht die auch da. Machen wir das da runter. Du brauchst hier nicht. Du darfst nur hier oben auf die oberen drei legen. Mehr nicht. Ja, sag ich doch. Ich mach die hier. Weil wir müssen ja auch noch im Ernstfall was ablegen können. Ich mach die hier, ich tu die hier schnippeln. Dann können wir. Würfeln wollen wir nicht. Bleibt das Blaupausenkabinett. Nee. Dann. Dürft ihr da unten keinen Teller hinlegen, weil da will ich Pommes hinlegen. Das sind die Pommes auf dem Teller. Ah, lauf halt zweimal hin und her. Ja, das ist anstrengend hier. Pommes, schon verkackt. Ja, überhaupt keine. Ja. Da kommen sie. Ja, geh wieder mit ihnen, komm. Pedro, weg bitte. Okay.
Ja, da muss ein Smart Greifer hin. Das ist. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich habe noch gar kein Problem damit. Ja. Boah. Teller so beschissen gedreht. Komm, haben wir Doppelpack bitte? Hä? Warum haben wir die Tische so beschissen gedreht? Wieso? Die sind nicht gleich. Natürlich sind die gleich. Nein. Ketchup wegnehmen. Die Teller, die Soßen meinst du? Ja, das müssen wir wieder ändern. Ich dachte eigentlich wegen dem Durchgang hier, aber das... Nee, die Tische finde ich scheiße. Die Esstische. Warum? Weil ich die Striche nicht in gleiche Richtung gehe. Ich glaube, Sinn und Zweck. Turnschuhe. Ja gut, aber eher Wasser. Die sind scheiße hässlich. Habt ihr jetzt euer Becken oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Endlich. Stopp, aufheben. Falls wir Pastete kriegen. So. Das ist das Special Menü hier. Also ich würde eine Kochstelle mitnehmen zum Forschen. Die können wir jetzt noch rausschmeißen und was Besseres kriegen. Ja. Aber ich brauche eine weitere Kochstelle. Halt, was ist mit Turnschuhen? Aktuell haben wir alle Dreck und Wasser. Brauchen wir nicht. Ja. Auch jede Blaupause, die ich kriegen kann. Mixer. Mixer. Kaffeetisch. Nein! Ja, genau in der Sekunde ist es mir aufgefallen. Hey. Jetzt behalten wir, ne? Ja, zwangsweise. Wollt ihr mir nicht das eine Förderband geben und die Teller manuell rüberlegen? Ja, mach mal. Nimm das mal raus da. Genau. Ja. Wollt ihr nicht? Wisst ihr? Gehen hier? Was? Hier rein und da Schmutzteller draus machen? Ja, und dann? Wie kriegen wir dann die schmutzigen, die sauberen Teller von hier nach da? Weil die müsst ihr dann rübertragen, händisch. Geht auch nicht anders. Ja, zack, so wird's gehen. Da braucht er sich genau, nur so drehen. Zack, zack, zack. Genau. So, dann können wir da die Arbeitsfläche noch nach da oben machen, damit wir da auch eine haben. Genau, die müssen wir jetzt einmal umprogrammieren im Übungsmodus. Wir hätten noch ein normales Förderschiebeband, aber brauchen wir nicht. Na, doch. Ach so, um die weiterzuschieben. So. Oh. Ne, da komme ich dann nicht mehr ins Eck. Da oben? Brauchst du ja nicht. Doch, doch. Ich lege gern hier ab und da oder so. Oder hier. Aber hier können wir machen. Hier können wir machen den, für die den Pommes. Du da nicht Hallo, den du da nicht ablegen kannst, ne? Ja. Hast du ja da als Förderband. Merkst du was? Ja, nee, komm. Ich mach jetzt hier mit den Pommes. Das ist mir lieber. Ja, mach doch was. Das ist mir lieber. Hier, wir hatten mir die Soßen eben so irgendwie, ne? Ja. Kommt der noch an die Pommes? Mei, das passt schon. Halt, sollen wir noch einmal würfeln? Oh nee, nicht bei 3. Nicht bei 3. Ja, nee. Jo, auf. Ja, okay. Mach 2 Würstchen und dann Pommes. Das heißt, wartet mal mit dem Bedienen, will ich damit sagen. Und nicht anrufen, wer ruft denn hier an? Wir müssen erstmal Pommes machen. Dann ein paar Pommes auf Halde haben. Und ein paar Würstchen. Gut, dass wir den umprogrammiert haben im Übungsmodus. Nein.
Scheiße. Nein. Ich brauche hier Matten, Mann. Damit können wir aktuell noch nicht gehen. Lächerlich, da will der echt Ketter rein. Mal 5 oben bitte. Nicht bedienen. Wer saß zuerst? Der obere, ne? Ja. Sogar wir haben Pommes. Los oben. Immerhin, da unten ist eine sichere Kochstelle. Das hab ich ja vorhin gesagt. Echt? Ja. Ja, aber ich war in Hektik. Dicke Runde. Ich könnte mir ruhig mal zuhören, wenn ich was sage. Ja, du musst noch drücken, Marino. Du musst noch drücken. Ja. Blau und orange hat gedrückt. So. Glaube ich nicht der gute. Nee, ist er nicht. Schade. Ja, dreimal Neon-Reklame bitte. Oder Deckenleuchte. Oh, nehmen wir Neon. Ja, kostet gleich viel. Sicher? Ah, ja. Kostet alles 40, macht eins. Okay. Pack mal gleich ins Eck, der nervt es keinen. Aber da haben wir noch einmal Eat dabei, machen wir Enjoy Eat, Enjoy. Ja, heute ist nur Enjoy. Heute wird nur enjoyed. Ja, stell dir das hin, wo du willst, das ist mir Bums. Ist mir Bums. So, das heißt, kürzere Essenszeit, ne? Genau. Sichere Kochstelle. Ja. Ja, wenn du es nicht nutzt, dann schmeißt du raus, dann kriegen wir die Kohle. Wollte ich ja schon vor 3 Runden. Ja, aber eigentlich wollten wir es ja integrieren, aber ihr habt es ja nie integrieren wollen. Also ist ja egal. So, jetzt machen wir einen Übungsmodus. Ja, wir haben es ja nicht integriert. Jetzt machen wir einen Übungsmodus. Ja, genau. Blau, danke. Du warst schon fertig, bevor du was gesagt hast. Da draußen rum und mach die Karte wieder groß. Komm mal rein hier jetzt. Ja, das war's. Brauchst nicht forschen. Jo. Bedienen. Ketchup.
Nur weil du einen extra Wurst haben musst, ne? Brauchen auf jeden Fall einen Eckgreifer. Dass der Hero mit seinem Waschbecken eins nach vorne rücken kann. Dann habe ich hier. Ich muss jetzt erstmal Schmutz wegmachen, sonst kann ich hier nichts mehr machen. Wartet mal. Ja, dann sagt er Bescheid. So, hier die beiden, hier die drei, die können weg. Dann macht den Weg für mich kürzer, um zu unterstützen. Weil Putzi Putzi machen kriege ich auch noch alleine von hier vorne hin. Mhm. Gut, ich komm gleich an. Was vor mir ist schon rum. Ja, hast du mit den drei Kugeln, dann bist du durcheinander, ne? Genau. Und das automatisieren, ehe wir das haben, sind wir dreimal kaputt. So, Kaffeetisch kaufen. Jo. Oder? So. Ja, halt, warte, nein. Warum? Was ist? Tun erstmal in die Blaupause rein. Warum? Zum Würfeln. Achso, ja, man kann so oder so, nee, wir haben keinen Kopiertisch, also kannst du ihn auch direkt kaufen. Genau. Ich hätte eine Kochstelle mitgenommen. Nix. Da ist die Spülbürste, damit geht es noch schneller. Ja, da wird halt nochmal gewürfelt. Da ist das Blaupausenkabinett. Nehmen wir irgendwas mit. Halt, halt! So, hi, hi Lisi, schön, dass du so ein Bock wieder reinschaust. Frage ja, ist halt aufgeklappt oder komplett zugeklappt? So, was aufgeklappt? Das noch als Modeding. Mode ist es. Bitte? Bin ich komplett perplex hier. Nee, das sieht scheiße aus. Okay. Gut, auf geht's. Ups. Man kann eine Kartoffel auch braten anscheinend, ne? Ja, die Bratkartoffel, natürlich. Gute Bratkartoffel. Oh fuck. Nee, dürfen wir nicht machen. Zum Ladenschluss kommt ja wieder ein Massenandrang. Ja, deswegen. Ich hab's sehr ungern genommen, aber das Eis ist halt auch kacke gewesen. Also. Schon.
Schwert entlang kommt jetzt. Jetzt ist egal. Ich schlaf. Ganz entspannt. Na, Ding. Vorbereitungszone? Ja, kaufen. Und eine Kochstelle nehmen wir mit und den Rest würfeln wir. Es wird nicht reingeschoben, es bringt nichts. Oder? Nicht? Natürlich wird das reingeschoben. Ah ja, das stimmt. Er, das wird nur nicht rausgenommen. Er greift es nur nicht. Ja. Esstisch für eine dritte Reihe? Wie war das? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Hatten wir... Weiß ich nicht. Nee, würfeln, hast du recht. Was willst du mit der Kochstelle? Eine sichere oder ja, klar. Was? Nicht mehr Brust. Okay. Eine gefährliche immer, das muss richtig laufen hier. Ja, nee. Tink, eine gefährliche Gasherd, Gashand dran. Mixer und nochmal die Vorbereitungszone, aber. Schnellmixer, genau. Das A und O. Geh mal da weg, ich weiß nicht, wo ich hinstellen soll. Ich kaufe mal die Turnschuhe. Trotz Wasser, ja. Wasser war jetzt eigentlich nicht so viel da, oder? Es ist genug da, doch. Okay, dann lassen wir sie weg. Dann, ja, aber wir brauchen auch nicht rollen. Der Mixer ist, wenn ich gleich richtig toll. Ja, nee, klar. Ja, weitere Vorbereitungszone gut. Brauchen wir aktuell nicht. Dann, ich kümmere mich um die Fritsche. Der Sigi 1989 ist mit dabei. Hm? Achso, ja, der hat bestimmt im Chat geschrieben. Deswegen dachte ich gerade, ist jemand da aus dem Chat? Ja. Wollten wir nicht lieber die Würstchen anstatt Pommes? Nee. Weil du mit den Pommes dann noch eine extra Aufgabe hast und du kommst ohne Probleme aber mit den Würstchen hinterher. Was haben wir denn? Eine sichere Kochstelle sieht das aus, oder? Ja. Und ein Transportmixer. Ich meine, mit dem Transportmixer, ne, könnten wir es schon automatisieren fast. Ich weiß. Aber nein, das hat uns... Die macht Pommes, wenn die keine Pommes bestellen.
könnt ihr mal aufhören, ständig Pommes wegzunehmen? Ich will die ja nicht mal voll haben hier. Dann kocht er Pommes. Ich bin dabei, ja. One. Ah, schwierig, ey. Kombiniere. Und noch ein Mixer. Ja, brauchen wir nicht. Brauchst du noch einen Mixer? Für was? Wir haben jetzt einen normalen, den werden wir erstmal nicht wegschmeißen und wir kriegen dann einen Schnellmixer. Wie viel Mixer brauchst du? Wir hätten maximal einen gebraucht. Ja, okay, wir hätten zwei gebraucht, mit der anderen Vorspeise noch, aber ich würde den Kombinierer kaufen, dass wir eine haben. Ja. Kopieren können wir eine eh nicht. Die sichere Kochstelle kaufen wir. Die sichere Kochstelle kaufen wir. Nee, die nimmt der Fitz für oben, oder? Weiß ich ehrlich gesagt noch. Nee, komm, tu sie unten rein. Pack sie erstmal unten rein. Wenn es ein klein bisschen langsamer brüsselt, ist nicht ganz so schlimm, ob es verbrennt mir nicht mehr. So. So, ich würde würfeln, wir brauchen einen Kopiertisch. Dann tun sie dies. Zwar teuer, nur 4, aber ist das so. Ja, nochmal. Ja, dann weiter geht's. Nimm noch was mit. Gummistiefel. Nee, und los. Pommes brauchst du mir eigentlich gar nicht helfen, weil wir haben ja 4. Stimmt. Also, dann kannst du beim Forschen helfen. Jetzt bin ich hier komplett geschockt. Wieso nehmt ihr den schon? Doch, es geht noch gar nicht los und die Pommes ist schon weg. Wie kann das denn sein? Jeder will Pommes. Aber es ist gerade echt übel, ne? Ja, dachte ich mir gerade auch. Gott, saugen die uns das Essen weg. Das ist doch übel. Wo haben wir denn Chefkoch hier? Richtig, um Essen zu machen, nicht um zu stehen.
Also wir haben gar nicht angerufen. Ich war auch beschäftigt. Ja. Erstmal den Schnellmixer bitte kaufen. Und meinst du, brauchen wir eine dritte Reihe? Hero? Sicherheitshalber, oder? Noch ist die Welt in Ordnung. Ja, war schon einmal knapp, oder? Macht lieber eine dritte Reihe. Aber wir kriegen es dann nicht abtransportiert, ne? Ja, aber ist ja nur das eine. Hm. Den Teller kann man bis nach. Den kann ich einen Teller kann ich hochlegen. Das ist das kleinere Problem. Aus dem Rollen. Jo. Was noch hier in die Sicht. Ja, Käufer. Boah. Und da ist eine Schmutzmatte. Eine von vielen, die hoffentlich noch folgen werden. Da hilft sie mir aktuell am meisten. Jo, zweimal forschen, in der Hoffnung, wir kriegen noch eine gute Kochstelle. Weil Essen brennt jetzt 100% schneller an. Also doppelt so schnell. So rum. Weil hier bin ich öfters. Und da oben darf es ruhig. Ne? Ja, aber mal eine Frage. Was? Die Pommes da so rüberlegen. Ne? Ja. Im Notfall kannst du auch darauf. Kann ich ja noch drauf kümmern. Aber wenn du das so, brauchst du mit dem scheiß Hotdog nicht mehr bis nach da laufen. Und du kannst immer noch von hier dahin legen. Das spart hier oben die Lauferei, da rein, weil du hier immer noch einen auf Reserve hast. Jo. Weißt du, was ich meine? Von mir aus auch anderen nicht, aber ich würde es so machen. Können wir. Weil du, wenn du sagst, dass du hier bist und du musst immer da rumlaufen, um da die Wurst abzulegen, spart dir hier auf jeden Fall schon mal Zeit. Gut, komm bald nur noch hier raus, aber das reicht ja dann. Ja, ist doch scheißegal. Passt doch. Jo. So, zweimal forschen. Oh ja. Oh scheiße, schon verbrannt. Showtime. Nö. Achso. Da hängt gleich ein Gasherd dran. Ich darf da nicht eine Sekunde weggehen von der Wurst. Ach du Scheiße. Ist scheiße. Scheiß Kochstelle geworden. Das ist echt übel, ey. Ja, da ist aber instant die Wurst fertig, du. Das sag ich dir. Ja, aber die verbrennt. Was? Was ist los? Ja, speichern zurück zum HQ. Achso. Aber warum? Wir haben die doch nicht neu gesetzt. Ich hab da nur. Was? Oh nein, weil ich den weggenommen hab, ändert der ja von denen auch die. Also, sorry Leute, wer noch da ist und noch mitessen will, nochmal Ausrufezeichen Visit. Erster. Ja, aber zu früh, du Vogel. Mir ist egal. Ich habe Captain Caps Lock. Der obere angehabt. Stimmt auch nicht, ne? Nur so. Ja. Ja, das heißt, wenn das aber der Schnelle ist, wird die Schnelle nach hier oben getan, nein. Damit du das schnell. Nein. Oder weg. Nein. Nee, ja, was denn? Weg nicht. Ich brauche die. Ich komme. Nein, lass es mir so stehen. Ich komme hier am schnellsten dran. Ich muss es halt nur wissen. Sobald es fertig ist, muss ich ein Brötchen draufknallen, sonst ist es verbrannt. Das ist das Problem. Ja, gut, okay, dann. Ich weiß schon, warum der da steht. Nehmen wir da wieder hin. Wenn ich was wegschmeißen muss, habe ich es nicht so weit. Ablagefläche unten brauche ich nicht. Oi, 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 oi. Ah! Ist sie sicher geworden. Und neckt einfach. Perfekt. Junge, ist das witzig. Okay, das ist doppelt das Bessere geworden. Naja, besser wäre aber gewesen ein Smart-Greifer. Den hatten wir eben. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich mich gerade über die Kochstelle ein klein wenig mehr freue? Nein. Wow.
habe so panische Angst, ich bleibe also immer vor der Kochstelle stehen mit dem Brötchen in der Hand. Mache ich denn? Noch draußen schon eine Schlange ist, warum ruft ihr denn dann an, ihr verrückt? Weil wir für einen nicht. Was fehlt da? Fuck. Danke. Nein. Warum? Weil dieser Anstoß der letzte ist, der am Tag kommt. Und dann kommt kein Kunde mehr, aber du kannst anrufen. Du musst das Geld mitnehmen. Ach so. Ja, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ja? Ach, ein Vogel. Piep, piep. Ja, Mann. Ich hoffe, die haben diesen Chipper automatisch bei City Skylines 2 deaktiviert. Dass er gar nicht mehr dabei ist, dieser Vogel. War die erste Mod, die ich drauf hatte. Ich habe heute einen Spatzen mit Händen gefangen. Oh, Leute, das ist Arbeit hier. So. Pilz drücken. Drück einfach. Ich, darf ich einmal kurz verschnaufen? Du kriegst deine sichere Kochstelle nicht. Fitz, du kannst es einfach nicht. Lass es doch sein. Ah, ihr habt es denn weggeschnappt. Ja, die können wir rausschmeißen. Nein. Die werden für die Automation benutzt. Was? Die normalen Kochstellen? So. Ja, natürlich die normalen Kochstellen. Was machst du? Ich mach den wieder rein. Oh, der gute Boden. Höher? Vorne oder was? Ja. Finde ich geil. Dann langsam mal aufhören, wir haben gleich Mitternacht. Ja, halte ich für eine gute Idee. Warte. Wir können die Dekorunde jetzt noch fertig kaufen. Sonst kommen wir nächstes nicht mehr rein. Wollen wir noch auf 6 gehen? Dass wir schon mal in Richtung 9 kommen? Oder? Nein. Wir müssen würfeln. Wir brauchen. Kopiert dich. Ja, okay. Wir können doch gar nicht würfeln. Jetzt ja, du, können wir schon, aber es wäre dämlich. Was ist denn das Werbefoto? Ich will nur das Neugierde mal gucken. Achso, aber es ist günstig. 30 für 1. Ja, dann hol's. Wie teuer sind die Neonröhre? 40. Und ist auch nur 1. Deswegen. Ja. 30 für 1. Das ist dieses hässliche Bild. Das hat man scheißegal. Ja, ich glaube, es soll das Sushi sein. Im Hotdog-Laden, jawoll. Ja, da weiß man, was man eventuell noch haben könnte, wenn man es hätte. Ne? Ja. Gut. Haben wir es für heute. Ja, speichern HQ. Ja. So, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Gerne wieder. Ja. Gut, bis die Tage. Ciao, ciao. Bye, bye.
Ach ja, Playdub, ein Suchtspiel, ein Suchtspiel. Da wollen wir uns mal angreifen. Aber es macht doch Spaß, dieses ganzen Kram zu optimieren. Und dieser Zufallsfaktor beim Würfeln, der uns so anpisst, ist aber auch der, der es ausmacht. So ärgerlich es halt auch ist. Würde man alles immer kriegen, dann, wenn man es braucht, wäre das Spiel zu einfach. Und dann wird es auch nicht mehr so viel Spaß machen. Manchmal ärgert man sich aber auch über das, was man kriegt beim Würfeln. Ne? Oder halt eben nicht kriegt. Das ist so dieser Knackpunkt. Wir machen es mal wieder. Ich weiß nicht, ob wir morgen schon direkt wieder machen. Ich mag immer wieder was anderes spielen. Vielleicht nochmal Jagged Alliance 3 hätte ich ja noch. Oder irgendwas anderes. Ich habe noch genug zur Auswahl. Wir gucken mal, was es morgen Abend geben wird. Aber, sagen wir morgen, Donnerstag. Da gibt es auf jeden Fall nochmal einen Stream und freitags ja wahrscheinlich auch. Samstags bin ich wie immer unterwegs. Sonntags kommen die Sonntagspiraten. Das wisst ihr, wer mich hier so ein bisschen verfolgt. Wenn nicht, wisst ihr es jetzt. Oh, wir raiden nicht mehr um die Uhrzeit. Es kommt noch einer wach unter der Woche von den kleinen Leuten, die ich gerne mit unterstütze. Ich raid ja gerne so untereinander unter den kleinen Leuten, auch wenn man sich dann schon ein bisschen kennt. Aber trotzdem ist mir das lieber. Aber jetzt lohnt sich es eh nicht mehr. Deswegen gehe ich jetzt ins Bett. Die Aufnahme ist jetzt zu Ende, der Stream ist zu Ende. Deswegen für alle, die dabei waren oder die das Ganze hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Chefkoch Fitzfuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.